So, meine Freunde, es ist wieder Mittwoch, Zeit für Tech Battle, Folge Nummer 58 unter dem Motto Triple als auch Quad Monitor Setups. Ich wünsche viel Spaß und los geht's. So, in die heutige Folge haben wir es geschafft. Max, Saxis, Justin und Nils. Herzlichen Glückwunsch, meine Freunde. Vielen Dank für die Teilnahme. Und das Voting zur letzten Ausgabe hat ergeben, das Setup von Tom hat euch am besten gefallen. Im Übrigen ist es auch so in den letzten Folgen, dass es so scheint, dass die Setups, die mir am besten gefallen, irgendwie auch die meisten Stimmen bekommen. Wählt einfach das Setup, was euch am besten gefällt. Damit legen wir los mit dem Setup von Max. So, damit willkommen im Setup von Max und hier sehen wir zunächst einmal zwei Acer 27 Zoll Monitore mit Full HD und auf der rechten Seite dann noch zu sehen der dritte Monitor, quasi aber auch ein Fernseher, ein Philips aus der 9000er Serie. Dann sehen wir unter den beiden Acer Monitoren gleich mal, was? 5 Xbox-Controller? Max, wozu brauchst du 5 Xbox-Controller? Also 3 davon die 360 und 2 für die One. Warum? Warum, Max? Wozu? Das kannst du mir gerne mal erklären. Für einen soliden Sound gibt es dann noch ein Logitech G35 Headset und als Tastatur gibt es mal nichts von Rocket, Razer oder Logitech, sondern hier die Rappu V100 Tastatur und die Rappu V900 als Maus. Damit kommen wir auch schon zum PC und der besteht aus dem i7-5820K zu 4,2 GHz und einer Inno3D GTX 980 Ti iChill X3 Edition. Das Ganze verbaut hier in einem sehr coolen Gehäuse, wie ich finde. Leider nicht mehr aktuell so oft zu sehen, und zwar das Cooler Master Storm Striker. Für mich ist der Storm Striker gerade vom äußeren Aufbau als auch vom inneren so im Grunde der Urvater vom Master Case 5 oder Pro 5. Es hat halt äußerlich schon mal dieselben Konturen, hat auch im Inneren die Modularität. Ich finde beide Gehäuse wirklich sehr schön. Wie auch immer, mir gefällt dieser PC auch sehr gut. Gerade was auch hier bei TechBattle sehr selten zu sehen ist, ist eine M.2 SSD auch hier von Samsung zu finden. Was man hier verbessern könnte, ist zum Beispiel eine weiße Beleuchtung hinter den drei Monitoren bzw. zwei Monitore und ein Fernseher. Ein Controller-Stand bzw. eine Halterung gibt es ja auch für die Controller, wäre auch eine sehr geile Sache. Klar, hier und da sieht man noch einzelne Kabel von den Monitoren vorblitzen. Ansonsten ist das restliche Kabelmanagement wirklich super gemacht. Damit sind wir auch schon beim nächsten Setup und das, meine Freunde, ist das von Xerxes. So, das Setup von Xerxes und ja, vier Monitore. Fangen wir das Ganze erstmal hier an aufzurollen mit den Monitoren. Wir sehen hier zunächst einmal ein Acer 24 Zoll Monitor, dennoch ein Acer 22 Zoll Monitor und am zweiten PC angeschlossen ist ein LG 29 Zoll 21:9 Monitor und ein weiterer Acer 24 Zoll Monitor. So, die beiden PCs sind dann auch hier noch im Detail aufgelistet. Wir fangen aber hier erstmal noch an mit der Peripherie. Und zwar sehen wir hier die TTE Sports Poseidon Z Blue, weiß lackierte Tastatur bzw. weiß lackierte Cherry Caps und ja, ansonsten gibt es dann noch bei dem zweiten PC eine Tastatur von Poker und eine Technet Maus. Sieht aber auf jeden Fall im Kontrast einfach mega aus. Schönes schwarzes Mauspad und darauf diese ja designten, ich nenne es einfach mal Peripheriekomponenten wie Tastatur und Maus. Fangen wir an mit dem ersten PC und das ist der auf der linken Seite. Dieser besteht aus dem i5-6500 und einer iChill Hercules GTX 770 4G von Inno3D. Also schon ein bisschen älter das gute Stück, aber auf jeden Fall eine geile Grafikkarte. Das Ganze verbaut im NZXT S340 mit einem ja, Self-Made Acryl Seitenfenster. Damit auch zum zweiten PC und der besteht aus dem Xeon i3-1231V3 in Kombination mit einer AMD R9 Fury mit Lüftermod, 3x Arctic V9 mit PWM und das Ganze verbaut hier im Fractal Design XLR2 mit einem Self-Made Acryl Seitenfenster. Ja gut, meine Freunde, ich würde sagen, hier bei diesem Setup ja, fühle ich mich irgendwie nicht dazu in der Lage, noch irgendwas zu verbessern. Kabelmanagement, wow. Beleuchtung, wow. Technik, ebenso. Was soll man dazu noch sagen? Ich würde sagen, damit machen wir weiter mit dem Setup von Justin. So, damit willkommen im Setup von Justin. Auch hier wieder eine sehr ähnliche Monitoranordnung wie zum Beispiel beim vorherigen Setup. Wir sehen hier unterhalb erst einmal zwei Asus-Monitore mit 24 Zoll und darüber dann einen 42 Zoll Fernseher von LG. Des Weiteren sehen wir dann noch eine PlayStation 4 in Weiß und die Rocket ISCO als Tastatur, die Rocket Cone XCD als Maus
Und dann gibt es noch ein Rocket Alumic Mousepad. Wo ich wirklich zweimal hinschauen musste, sind die Lautsprecher. Ich hatte gedacht, links also rechts vorm Fernseher sind Bilder im Hochformat, aber nein, es sind Lautsprecher in der Wand eingelassen. Macht auf jeden Fall richtig was her und spart natürlich auch in diesem Fall richtig viel Platz, sodass man links, wie es Justin hier auf jeden Fall so zeigt, eine Shisha positionieren kann. So, damit kommen wir zum PC und der besteht aus dem i7-2700K und dazu gibt es dann eine Asus GTX 760. Das Ganze verbaut im Thermaltake Chaser A51. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr schönes Setup, gerade auch hier durch die Monitor-Wandmontage, Kabelmanagement super umgesetzt und dann natürlich auch noch die Deckenbeleuchtung, wodurch eine sehr schöne blaue und kühle Atmosphäre entsteht. Und dazu natürlich auch wieder einzelne Akzente, wie zum Beispiel die weiße PlayStation 4, aber ansonsten ein sehr schönes Setup. So, damit willkommen im letzten Setup und das ist das von Nils. Hier sehen wir erst einmal ein Triple-Monitor-Setup mit drei LG 24 Zoll Monitoren. Dazu gibt es dann noch die Rocket ISCO als Tastatur und eine Rocket Cone Pure Maus. Die Maus befindet sich auf einem Big Tech Mousepad. Für einen soliden Sound gibt es dann ein Logitech Z623 2.1 Lautsprechersystem und für eine gute Tonaufnahme gibt es dann ein Rode NT-USB Mikrofon. Damit sind wir auch schon beim PC und der besteht aus dem i7-4790K zu 4,7 GHz und einer Pellet GTX 980 Ti. Das Ganze verbaut in einem, ja, was ist das? Ach, hier steht es ja sogar drauf, auf dem Festplattenkäfigen InWin-Gehäuse. Mehr hat er dazu jetzt Nils nicht geschrieben. Durch die Wandgestaltung hat es für mich so ein bisschen den Eindruck, als würde ich in einer Gummizelle hocken und dort meine Let's Plays oder was auch immer aufnehmen oder gestalten. Oberhalb sehen wir dann noch eine sehr schöne Ansammlung an OVPs und dazu noch einen Gaming-Chair, wobei der rote Gaming-Chair nicht wirklich optimal zum gesamten Setup mit Weiß, Schwarz und Blau passt, ist in meinen Augen halt einfach der Fall. Ja, was soll ich zu diesem Setup noch sagen? Im Grunde habe ich jetzt erst einmal nichts weiter zu sagen, außer damit sind wir durch, meine Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Das steht in den Startlöchern und in diesem Sinne bis neulich. Ciao.